Herzlich willkommen beim neuen Distributionszentrum der Harting Technologiegruppe in Espelkamp. Mein Name ist Achim Meyer. Ich war verantwortlicher Projektleiter für die Planung und Realisierung unseres neuen Distributionszentrums. An meiner Seite Frau Maria Weidner, Körber Supply Chain, verantwortliche Projektleiterin für die Implementierung der Logistiksoftware und Herr Daniel Braun, verantwortlicher Projektleiter für die Logistiktechnik. Wir laden Sie nun ein zu einem kleinen Rundgang durch unser neues Distributionszentrum. Los geht's! Wir befinden uns nun in der B- und Entladezone. Das Besondere an der B- und Entladezone ist die RFID-Anwendung, die wir gemeinsam mit Körber Supply Chain entwickelt haben. Jede Palette trägt am Fuß einen RFID-Tag. Jeder Stellplatz hat vorne zwei RFID-Tags eingebracht und die Verladetore sind mit RFID-Tags im Boden ausgestattet, sodass wir die Verladung kontrollieren können. All diese Informationen liest der Stapler, in denen wir RFID-Reader eingebracht haben. Das heißt, der Stapler nimmt die Palette auf, liest dabei den Stellplatz, liest dabei die Palette und übermittelt diese Informationen ans SAP EWM. Das SAP EWM und das Staplerleitsystem wird diese interne Palette dann an den Depalettierer weiterrouten. Nach dem Prozess der Entladung und Identifikation der Waren befinden wir uns nun im nächsten Prozessschritt, der Vereinnahmung der avisierten Behälterware aus der Produktion. Dies geschieht automatisch über den Depalettierer. Dieser entstapelt die Behälter und sie fahren anschließend durch einen Scanner, wo auch der Wareneingang gebucht wird. Durch eine integrierte Waage findet im Anschluss eine Plausibilitätsprüfung des Inhalts statt. Passen Gewicht und Inhalt des Behälters zusammen, fährt der Behälter automatisch über die Fördertechnikanlage ins automatische Kleinteillager. Hinter mir sehen Sie die AZF-Plätze. AZF steht in diesem Fall für Auftragszusammenführung. Das heißt, dass wir an diesen Arbeitsplätzen sowohl Palettenware wie auch Behälter und Kartonware bearbeiten können. Dabei können wir zu jeder Zeit flexibel durchs EWM-System unterstützt zwischen Wareneingängen und Warenausgängen hin und her switchen. Je nach Lastsituation, in der wir uns befinden. Wir sind hier im Hochregallager für Behälter und Palettenware. Dieses Lager bietet eine Kapazität für 115.000 Behälterstellplätze und 7.000 Palettenstellplätze. In der Stunde lagern wir bis zu 2.000 Behälter ein oder für die Kommissionierung entsprechend aus. Die verschiedenen Funktionsbereiche des Lagers werden uns nun von Herrn Braun erläutert. Das Lager hat vier Funktionsbereiche. Der erste Funktionsbereich ist das Volumenregal. Der zweite Bereich ist ein Schnelldreherregal. Das sind zwei Regalanlagen übereinander angeordnet und hier werden hauptsächlich die A-Artikel eingelagert. In der Mitte dann noch das Commissioner-Lager für Super-A-Artikel und für Leergutbehälter. Im Hintergrund befindet sich dann noch ein Palettenregal.
in dem der Nachschub für Schnelldreherregal und Volumenregal gelagert wird. Nach der Einlagerung im Hochregallager stehen die Artikel für die Kommissionierung bereit. Hinter uns sehen wir einen VPE-Arbeitsplatz. VPE steht für volle Verpackungseinheiten. Das heißt, hier werden nur volle Gewinde kommissioniert. Und das machen wir artikelbezogen. Das heißt, wann auch immer ein Artikel vorfährt, gucken wir in den gesamten Auftragsbestand, ob es weitere Aufträge für diesen Artikel gibt. Wenn das der Fall ist, kommissionieren wir die ganzen Teilmengen ab. Das reduziert deutlich den Verkehr auf der Fördertechnik und erhöht den Durchsatz. Trotz einer Transferzeit von ca. 2 Minuten vom AKL bis zu den Kommissionierarbeitsplätzen gelingt es Körber mithilfe von SAP EWM, die Quellbehälterbahn kontinuierlich zu versorgen. Und auch hier auf der rechten Seite sehen wir, dass die Leerbehälterstrecke ausreichend versorgt ist. Wir haben an diesem Arbeitsplatz eine Behälterwechselzeit von 2 Sekunden. Und mit Ankunft der 2 Behälter am Ende der Zuführbahn werden dem Mitarbeiter automatisch alle Informationen angezeigt. Das Shuttle-Lager dient uns als Konsolidierungspuffer für die Kundenaufträge. Das heißt, die Behälter, die zu einem Auftrag zusammengehören, aus der Kommissionierung kommend, werden in diesem Shuttle-Lager gesammelt. Eine echte Innovation ist es, dass neben all den anderen Fördertechnikgewerken auch die Shuttle-Geräte bzw. die Lifte direkt an das SAP EWM MFS angebunden wurden, ohne dafür eine weitere Middleware oder ein MFR zu benötigen. Ist der Kundenauftrag vollständig kommissioniert, wird er mit hoher Geschwindigkeit in die Verpackung ausgelagert. Ist der Auftrag eines Kunden im Shuttle-Lager verfügbar, so kann er über die 2 Zuführbahnen in die Verpackung ausgelagert werden. Dies erfolgt in sauberer Sequenz mit hoher Geschwindigkeit. Sequenz bedeutet die großen und schweren Artikel vor den kleinen und leichten. Der Verpackprozess kann beginnen. Ist dieser abgeschlossen, wird das Paket auf der Fördertechnik abgeschoben. Es nimmt seinen Weg in die Palettierung. Der Arbeitsplatz ist sehr ergonomisch gebaut und auch der Dialog ist so designt, dass der Mitarbeiter mit möglichst wenig Klicks die Ware in einen Karton verpacken kann. Und auch die Endkunden individuellen Sonderwünsche werden ihm angezeigt. Oberhalb des normalen Verpackdialogs gibt es noch eine Sicht, wo man bereits die nächsten Auftragsbehälterfotos sehen kann. Daher kann der Verpacker schon vorher das Volumen abschätzen und sich für den richtigen Kartontyp entscheiden. Wir sehen hinter mir den Applizierer. Dieser dient uns, um 2 Label gleichzeitig auf jedes Paket aufzubringen. Zum einen ein Versandlabel, wir sehen hier ein OPS-Label mit der entsprechenden Tracking-Nummer. Mit dieser Information wird das Paket bis zum Kunden geroutet. Zum anderen ein Wareninhaltslabel, das heißt, dieses Label zeigt, was sich im Paket befindet. Diese Information nutzen unsere Kunden, um das Paket entsprechend zu vereinnahmen. Mit der Nummer der Handling Unit, sprich mit der Paket-ID, wird jedes Paket auf 1 von 38 Palettierbahnen geroutet. Dabei stehen die Palettierbahnen in der Regel für Speditionen oder größere Warenempfänger, die von uns eine Palettensendung erhalten. Der Prozess der Palettierung kann beginnen. Dabei wird wiederum die Paket-ID mit der Paletten-ID verheiratet. So wissen wir auch im Nachgang, welches Paket hat auf welcher Palette zu welcher Zeit das Logistikzentrum verlassen. Ist die Palette voll oder die Cut-Off-Zeit erreicht, bekommt das System die Information hierüber, das Staplerleitsystem kriegt einen Transportbefehl und verbringt die Palette in die Verladezone. Kommt es zu einer Abweichung im Prozess oder zu einer Störung in der Technik, wird diese umgehend visualisiert und Maßnahmen eingeleitet. Für den Leitstand hat Körber verschiedene Visualisierungen und Dialoge bereitgestellt. Im oberen linken Bereich findet sich eine Visualisierung des Materialflusses aus Lagerverwaltungssicht. Die verschiedenen Ströme für Wareneingang, Warenausgang und Leerbehältermanagement werden unterschiedlich farbig dargestellt.
Und auch die Belegung in der Wareneingangs- und Warenausgangszone ist hier gut erkennbar. Im oberen rechten Bereich findet sich die WinCC. Diese bietet eine technische Übersicht über die Fördertechnik. Kommt es hier zu Störungen, werden diese visualisiert und der Leitstand kann frühzeitig eingreifen. Im mittleren Bereich findet sich der sogenannte Leitstandsmonitor. Dieser gibt eine Übersicht über das aktuelle Tagesvolumen. Wurden bereits alle Aufträge abgearbeitet, können so auch Aufträge für den nächsten Tag freigegeben werden. Zusätzlich gibt es eine Sicht für die einzelnen Tätigkeitsbereiche, unter anderem der Kommissionierung, der Verpackung und dem Wareneingang. Und so können die verschiedenen Mitarbeiter über die einzelnen Tätigkeitsbereiche sinnvoll verteilt werden. Wir befinden uns nun im letzten Prozessschritt der Verladung und somit am Ende unserer virtuellen Tour. Auch dieser Prozess, wie im Wareneingang, ist vollautomatisch übers EWM gesteuert. Das heißt, das Staplerleitsystem lenkt den Fahrer zur richtigen Palette. Der Reader liest die Paletteninformation und weist dem Staplerfahrer das Tor zu. Sollte es hier zu einer Fehlverladung kommen, geht die Ampel auf Rot. Ist alles okay, machen sich die Paletten auf den Weg zu unseren Kunden. Ich möchte mich am Ende unserer Führung bei Frau Weidner und Herrn Braun bedanken für natürlich die Begleitung auf der Führung und für ein erfolgreich umgesetztes Projekt. Vielen Dank an Sie beiden.